Hallo zusammen, ich bin Carola von Lila & Linz und wir sind schon wieder im vierten Tag unserer Serie 1 Set 5 Tage 15 Ideen. Und für mein heutiges Projekt habe ich mir diesen Viererträger ausgeborgt, den ich als Swap letzte Woche beim Teamtreffen bekommen habe. Den hat sich die Carola überlegt. Die Carola kommt aus dem Hausruckviertel, also aus der Nähe vom Attersee. Und auch ihre Kontaktdaten verlinke ich unten in der Infobox, sollte von euch jemand in der Nähe sein und sagen, ich möchte ganz gerne mal einen Workshop live besuchen. Vielleicht ist dann genau die Carola die passende Person, die dann in der Nähe ist und die wird sich über Workshop-Anfragen freuen. Wir machen, wie gesagt, diesen Viererträger. Da sind so Schokolade, Nuss-Nougat-Schokolade-Würfeln drinnen. In Österreich sind die relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob es sie in Deutschland gibt. Das Material ist relativ überschaubar, was wir hier brauchen, hat aber gleich ein bisschen so einen Wow-Effekt. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal daran erinnern, dass ja dieses Materialpaket für alle 5 Projekte diese Woche, das ist einmal so eine neue Aktion von mir, das kann man kaufen. Sprich, alles, was ihr benötigt, um alle 5 Projekte dieser Woche mit mir gemeinsam oder nachzubasteln. Und das kostet 15 Euro zuzüglich Wunschversand. Und alle, die das Produktpaket Fähnchenvielfalt im August 2020 bei mir bestellen, bekommen das Materialpaket gratis mit dazugelegt ins Paket. Was da alles drinnen ist im Materialpaket, ist am Sonntag im Video. Ich verlinke euch das unten nochmal in der Infobox. Und da könnt ihr dann einmal nachschauen, was alles genau mit dabei ist. Wir beginnen jetzt an meinem ersten Schritt mit Farbkarton in Wildleder. 10,2 x 9. Und das Ganze falzen wir im Kreis herum bei 2,5 cm. Das wird dann der Boden von unserem Träger. Also 2,5 cm. Ich bin mir sicher, man kann diesen Träger auf jede x-beliebige Größe und Form umwandeln. Aber diesen habe ich so, der ist wirklich so extrem zuckersüß und passt perfekt für einen Tisch, zum Beispiel für Weihnachten schon. Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, bei uns scheint gerade heftigst die Sonne, es ist, wir sind mitten im Hochsommer, aber trotzdem, vielleicht denkt man mit einem Gedanken schon ein bisschen an Weihnachten. Ich habe dann 2 Stück in 5,1 zu 7,5 cm und das falzen wir bei 1 cm. Und dann markieren wir uns in der Mitte, das ist dann ungefähr 2,5, knapp über 2,5 cm, auf der unteren Seite, dort wo wir den 1 cm gezogen haben. Also wir haben hier den 1 cm und ich muss auch hier irgendwo knapp in der Mitte bei 2,5 cm markieren wir uns die Mitte. So, ich weiß nicht, ob man den Punkt hier sehen kann. Das machen wir auf beiden Seiten, also bei 1 cm falzen. Und ungefähr in der Mitte bei 2,5 und etwas drüber die Mitte markieren. Hier. Dann habe ich noch ein Stück mit 3,9 zu 7 cm. Das falzen wir bei einem und bei 3,5 und bei 6 cm, Entschuldigung, 6. Einen Zentimeter auf der rechten Seite. Wir haben also links und rechts einen Zentimeter und genau in der Mitte. Und hier markieren wir uns auch die Mitte. Das heißt, es sind jetzt bei 3,9, das ist 1,5, 1,9 cm. Ihr könnt das sehen, indem ihr es hier anlegt, links und rechts ist der Zweier, ungefähr die Mitte markieren. Es geht noch um einen kleinen Punkt. Mehr muss man nicht machen, sondern nur, dass wir ungefähr die Mitte finden. Ich gehe dann her, knick mir die Falzlinien um. Und für dieses Teil hier benötigen wir heute wieder mal den Anhänger, den Stanze gewellter Anhänger. Das wird hier oben unser Bogen. Und auch hier, wie immer bei den Stanzen, empfehle ich die Rückseite zu schauen, ob ihr mittig seid. Das heißt, ich schiebe das vorne rein, schaue mir hinten an, ob ich mittig bin. Und passt. Dann das kleine Stück ebenfalls umknicken. Die 1 cm Laschen kommen in die Gegenrichtung. Und hier bei unserem Rechteck ebenfalls alle 4 Seiten umknicken.
habe hier dann noch zwei Stück Designerpapier. Die haben die Höhe von 6 cm, die Breite von 4,8. Und auch diese stanze ich mir mit der Stanze gewählter Anhänger aus. Die Stanze gewählter Anhänger ist knapp 5 cm, 5,1. Also da war diese Breite hier optimal. Dieses Papier ist etwas schmäler als hier Platz ist. Das heißt, hier müsst ihr wirklich genau schauen auf der Rückseite, ob ihr mittig unterwegs seid. Also wie gesagt, ich lege mir das rein, schaue, dass ich bis oben hier plan anlege und einfach, ob ich mittig bin. So. Und jetzt können wir eigentlich auch schon zum Zusammenbauen anfangen. Bevor wir kleben, haben wir hier unsere diese Mitte gezogen. Und von der Mitte schneide ich jetzt einmal rauf, nicht recht weit, so ungefähr einen Zentimeter Augenmaß und schneide mir einen Millimeter ungefähr raus. Auch hier brauchen wir nicht viel, es geht nur so, wir brauchen so einen kleinen Schlitz, um das Ganze miteinander verbinden zu können. Das Ganze wird nämlich dann so, also wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr, das Ganze wird dann so zusammengebaut. Also wir müssen doch ein bisschen weiter rauf. Handelt euch da Schritt für Schritt hin. Das Ganze wird so dann zusammengebaut. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Also auch hier beim Zentimeter reinschneiden, ungefähr einen Zentimeter nach oben, vielleicht ein bisschen mehr. 1,5 cm nach oben. Jetzt haben wir hier den Schlitz. Und beim kleinen Teil machen wir das Ganze von der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, hier gehen wir ungefähr einen Zentimeter von oben nach unten. Sodass ihr hier in der Mitte wie bei einer Sparbüchse so Aussparung habt. Und diesen Träger, der wird dann so ineinander gesteckt. Und das ist dann eure Teilung. Also dieses System hier in der Mitte. Das heißt, ich beginne jetzt einmal im ersten Schritt mit dem Boden. Wir schneiden bei den kleinen Rechtecken bis zur Kreuzungslinie, schneiden uns links und rechts ein Dreieck raus und kürzen uns das Ganze um einen guten halben Zentimeter. Dreieck rausschneiden und einen halben Zentimeter weg. Hier auch nochmal. Einschneiden bis zur Kreuzungslinie, links und rechts das Dreieck raus und diesen halben Zentimeter wegschneiden. Dann kommt der Flüssigkleber zum Einsatz. Ihr habt es die Woche wahrscheinlich schon gesehen. Flüssigkleber bitte sparsam verwenden. Der trocknet euch sonst nicht so schnell wie normalerweise. Also bei uns sind jetzt die Temperaturen so, dass der Flüssigkleber einfach trotzdem irgendwie anders agiert als im Winter. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Zeitzone oder in der Klimazone auch so ist, aber der Kleber agiert unterschiedlich, habe ich das Gefühl, unterschiedlich, je nach Witterungsverhältnisse. Wer mag, kann das Designerpapier vorher aufkleben. Für mich passt es aber so, dass ich es jetzt erst aufklebe. So. Gehe dann nochmal mit dem Falzbein rein, streiche alles glatt. Ich nehme dann im ersten Moment dieses kleine Teil und gebe in die Mitte dazwischen ebenfalls wieder Flüssigkleber drauf, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Ups, Entschuldigung. Und durch diese doppelte Lage wird das einfach fester. Das ist jetzt relativ dick. Und hier gehen wir her und kleben uns unser Designerpapier auf. Also Flüssigkleber aufs Designerpapier drauf. Und das ist jetzt eine Spur kleiner als der Untergrund.
Schokolade kleben. Und mich persönlich stört es nicht, dass hier dann nimmer mehr alles drüber schaut. Mir ist wichtig, dass ich rundherum den Rand habe. Und auch beim zweiten Stück das Designerpapier aufkleben. Und schauen, dass ihr oben euch den Rand lasst und auch auf der Seite. Jetzt haben wir uns natürlich diese Öffnung unten wieder zugeklebt. Aber die ist schnell wieder rausgeschnitten. Hätte man vielleicht erst aufkleben und dann rausschneiden, wie ihr möchtet. Ist nichts passiert. So, jetzt kleben wir diese beiden Teile ebenfalls zusammen. Dazu auf eine Seite vom Mildleder Flüssigkleber anbringen, die beiden Teile übereinander legen und mit dem Papierfalter den Kleber verstreichen. Und so sollte das Ganze dann ineinander passen. Das passt, jetzt spießt sich's noch. So aufstecken und das Ganze ineinander stecken. Das ist jetzt relativ streng und das ist auch gut so, weil unser Träger soll ja auch Halt haben. Also das soll ja Ganze soll ja auch gut halten. Und das Ganze klebe ich jetzt da hinein. In meine untere Schublade oder meine Box. Flüssigkleber drauf und reinkleben. Ich drücke das Ganze mit dem Falzbein noch ein bisschen fest. Dann kommt noch ein bisschen Designerpapier drauf, bevor wir an die Dekoration gehen. Ich habe hier zwei Teile mit den Maßen 4,9 zu 2,2 cm. Ups. Gebe ebenfalls wieder den Flüssigkleber drauf. Das eine ist für die Vorderseite. Das zweite ist für die Rückseite. Und dann haben wir noch zwei kleine Teile mit den Maßen 3,7 zu 2,2 und das passt genau auf die Seite drauf. Also wie gesagt, jeder, der sich leichter tut, das Ganze aufzukleben, bevor die Box fertig ist, wunderbar, bitte klebt vorher das drauf. Aber mich stört das jetzt nicht, dass ich das Ganze im fertigen Zustand erst aufklebe. So, der Träger ist an sich fertig. Jetzt kommen dann meine vier Schokopralinen damit rein. Hoppala. Eine bleibt übrig oder auch nicht. So, das silberne nach oben. Und somit, wie gesagt, der Viererträger ist fertig. Ich habe dann hier, das nennen sich die neuen Perlen, Perlentrio. Das sind so dreifach Perlen. Und die haben eine flache Rückseite. Und durch die flache Rückseite können die überall wunderbar aufgeklebt werden. Ich nehme dazu einen Mini-Klebepunkt. Den hebe ich mir mit meinem Papierlochwerkzeug ab. Ihr nehmt bitte den Aufhebhilfe oder wenn ihr das Papierlochwerkzeug habt, auch dieses. Und das kommt einfach so hier oben so zur Dekoration. Und für den Spruch habe ich aus dem Jahreskatalog einen Streifen mit 3/4 Inch von dem farbigen Samtpapier. Und das ist ein unebenes Papier. Also das hat relativ viel Struktur drinnen. Und der Grund, warum wir heute mit dem Stamparatus arbeiten. Ich lege mir da die Stempelset drunter, nehme mein Papier, markiere mir, also lege mir das irgendwo so auf, fixiere mir das Ganze mit meinem Magneten. Ich habe hier den Spruch, großes Dankeschön, den positioniere ich mir so, dass er für mich passt.
hoffe, dass das halbwegs gerade ist. Dann nehme ich wieder mein Stayson Stempelkissen. Erst übertrage ich auf meine Acrylplatte den Stempel. Gebe da Farbe drauf und stemple das ab. Und weil das, wie gesagt, ein unebenes Papier ist, ihr seht das, es wurde jetzt nicht sauber abgestempelt. Und das ist jetzt das Schöne am Stamparatus. Ihr könnt da so oft oder so wenig oft, wie ihr mögt, drüber gehen. Wir stempeln immer auf der gleichen Stelle. Solange ihr das Papier nicht bewegt oder den Stempel nicht bewegt, sind wir immer an der gleichen Stelle. Durch die Fixierung der Acrylplatte hier in den Öffnungen, die kann man so rausnehmen, ändert sich nichts an der Position. Ihr könnt zum Beispiel auch mehrfach stempeln jetzt, indem ich das Ganze jetzt dann weitergebe und wieder runterdrücke. Und wenn ich dann fertig bin, wieder versetze. So kann man zum Beispiel für Karten oder auch Hintergründe kann man dann wunderbar selbst gestalten mit einem einfachen Stempel. Und ich kann mir das hier so versetzen. Und ich zeige euch jetzt den Unterschied zum ersten Abdruck. So schaut das jetzt nach viermal Stempeln aus. Wie gesagt, das ist ein weiches wie ein samtiges Papier. Und durch den Stamparatus haben wir immer wieder auf die gleiche Stelle drauf stempeln können. Ich nehme jetzt wieder die Stanze, die von mir weggeht, mit einem 3/4 Inch. Schiebe das Ganze in die Öffnung rein. Schaue wieder von der Unterseite drauf, ob ich eh mittig bin. Und habe hier meinen Spruch. Wir kürzen uns das Ganze mit dem Papierschneider auf ungefähr 4,5 cm. So, Daumen mal Pi. Bisschen mehr vielleicht. Dann nehme ich Stampin' Dimensionals. Ups, jetzt habe ich drei erwischt. Und ich habe dann noch meine Perlen. Wo sind meine Perlen? Hier. Hier ist meine Dose mit den ganzen Accessoires. Nehme hierzu eine Perle, nehme den Aufhebhelfer und klebe diese Perle hier aufs Samtpapier drauf. Ziehe mir noch die Schutzfolie ab von den Stampin' Dimensionals und dann auf meine Vorderseite den Spruch aufkleben. Und wie gesagt, das wäre, glaube ich, ein schönes Geschenk für einen Weihnachtstisch. Vielleicht dann mit einem anderen Spruch, frohe Weihnachten oder so. Das könnte man auf den Tisch hinstellen, also auf den Platz setzen. Oder wenn man irgendwo eingeladen ist, statt dem üblichen Flasche Wein nimmt man halt einen Viererträger Schokopralinen mit. Ich sage nochmal danke an Carola für diese zauberhafte Idee und dass ich es herzeigen habe dürfen, was du dir da so überlegt hast. Und die Kontaktdaten, wie gesagt, von der Carola, aus meinem Team, aus dem Hausruckviertel Frankenburg beim Attersee in der Nähe. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und morgen ist schon wieder der letzte Tag, wieder mit einem spannenden Swap nachbasteln vom Samstag. Und ich hoffe, ihr schaut mir dann wieder zu. Und alle Informationen zum Materialpaket und auch zum Papiershare, den es jetzt gibt mit dem Herbst-Winter-Mini-Katalog, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das findet ihr dann auch auf meiner Webseite. Und ich freue mich auf morgen. Tschüss!